Dayang hat die neue Firmware-Optimierung von Film 3 veröffentlicht. Viele neue Funktionen wurden hinzugefügt. Sozusagen, Film 3 hat bessere Leistung. Einen Monat später. Wir haben endlich dieses Modul bekommen, DJI-Cell-Modul. Das heißt 4G-Bildübertragungsmodul. Mit ihm, kombiniert mit der neuen Firmware. Mavic 3 kann die Bildübertragungsfunktion mit Hilfe des 4G-Netzwerks verbessern. Im 4G-Netz. Was für ein Erlebnis ist das Fliegen eines UAV? Ich bin Awai. Willkommen. Holen Sie sich dieses Modul. Mein erster Eindruck war leicht. Es wiegt nur 15 Gramm. Der Installationssatz beträgt nur 14G. Zwei zusammen, etwa 29 Gramm. Ich war besorgt, dass Gewichtszunahme zu einer Verringerung der Ausdauer führen würde. Der Aufprall sollte klein sein. Die Typ-C-Schnittstelle auf der Rückseite des Moduls wird verwendet, um das Flugzeug zu verbinden. An der Seite befinden sich 4G- und SIM-Kartensteckplätze. Zwei 4G-DIV-Schnittstellen sind vorne gelassen. Verbinden Sie die Antenne mit Bildschirmsteuerung. Die Installation ist einfach. Schließen Sie das Modul online an und installieren Sie die gängigste Nano-SIM-Karte. Dann drücken Sie die Befestigungen. Karte im Flugzeug, verbinden Sie sich mit der Leitung und es ist okay. Wenn Sie eine Fernbedienung mit einem Bildschirm verwenden, zusätzlich zur Installation eines 4G-Moduls auf dem Flugzeug, Sie müssen ein anderes kaufen und es hier mit der Bildschirmfernbedienung installieren. Wenn Sie eine normale Fernbedienung sind, du brauchst es nicht. Sie können das 4G-Netzwerk Ihres Mobiltelefons direkt nutzen. Als nächstes werfen wir einen Blick auf seine tatsächliche Wirkung. Vor dem Start. Sie müssen die erweiterte Bildübertragungsfunktion im Menü Bildübertragung einschalten. Nach Echtnamen-Authentifizierung. Sie können 4G-Bildübertragung innerhalb von 24 Stunden nutzen. Im Laufe der Zeit. Wiederholung erforderlich. Nach dem Öffnen. Es werden zwei Flugsignale auf der Schnittstelle. Fernsteuerungssignal plus 4G-Signal. Jetzt ist Ihr Dayang UAV zu einem Dual-Card Dual-Standby geworden. Nach dem Start. Ich habe das Gefühl, wenn das Flugzeug ein Fernsteuerungssignal hat, wird der Verwendung von Fernsteuerungssignalen Vorrang geben. Schließlich ist die Verzögerung geringer. Wenn das Signal der Fernbedienung schlecht ist, schaltet es automatisch auf 4G-Signal um. Wenn wir in der Stadt fliegen, was ich am meisten fürchte, ist, dass das Gebäude blockiert ist, was zu Signalverlust führt. Jetzt mit 4G. Die Freiheit des Fluges wird stark erhöht. Auch wenn die Fernbedienung überhaupt kein Signal hat. Solange es 4G-Signal gibt, du kannst weiterfliegen. In der Theorie, kann unendlich weit fliegen. Natürlich, wenn die Batterie es erlaubt. Ich weiß, dass vielen Menschen Klarheit und Verzögerung wichtig sind, vom Bildschirm aus. Ich habe das Gefühl, dass die Bildübertragung Klarheit der beiden Signale ähnlich ist. Das Prinzip der 4G-Bildübertragung sollte jedoch dasselbe wie das der Live-Übertragung sein. Die Signalqualität kann sich auf die Bildqualität auswirken. Das repräsentiert also nur meine damalige Situation, nur als Referenz. In Bezug auf Verzögerungen ist dies viel offensichtlicher. Schließlich ist es ein 4G-Netzwerk und es muss durch den Server gehen. Daher ist es nicht für Hochgeschwindigkeits- und heftigen Flug geeignet. Aber die übliche schonende Bedienung ist nach wie vor kein Problem. Aber eine Sache, auf die man besonders achten sollte, ist, dass, wenn 4G-Signale fliegen, das Signal wird zwischen verschiedenen Basisstationen geschaltet. Zu diesem Zeitpunkt ist die Signalfluktuation hoch und die Wahrscheinlichkeit des Stauens tritt auf. Sie sollten beim Fliegen vorsichtig sein. Ich fand zu viel Interferenz in dichten Bürogebäuden. Das 4G-Signal ist nicht so stabil wie das Fernsteuerungssignal. Aber in Straßen mit normaler Dichte, 4G-Signal ist viel besser. Schließlich habe ich mehr als ein Dutzend Gebäude umgangen. Etwa 4 oder 5 Kilometer entfernt. Diese urbane Flugerfahrung. Vorher gab es keine Möglichkeit, sich vorzustellen, das Fernsteuerungssignal allein zu verwenden. Hier ist eine Erinnerung. Die meisten 4G-Basisstationen sind solche Richtantennen. Es wird in einem bestimmten Winkel auf dem Dach installiert und die Abwärtsstrahlung wird bevorzugt, um den Boden zu bedecken. Damit deine Drohne nicht zu hoch fliegen kann. Andernfalls wird das 4G-Signal sehr schwach sein. Es ist nicht sicher. Wenn du hochfliegen musst. Ich schlage vor, sie bleiben näher am Flugzeug. Es ist sicherer, sich auf das Fernsteuerungssignal zu verlassen. Zusätzliche 29 Gramm Gewicht. Hat es einen großen Einfluss auf die Ausdauer? Hier haben wir es auch getestet. Nur aus dem extremen Ausdauertest. Die Zeit hat sich tatsächlich verkürzt. Aber wir lassen ein wenig Kraft in der Schießerei selbst. Es hat also keinen großen Einfluss auf die tatsächliche Aufnahmezeit. Und tausche diese Kraft gegen Sicherheit aus. Ich denke, es ist ziemlich kostengünstig.
Was ist deine Meinung? Apropos. Ich weiß nicht, ob jemand dasselbe denkt wie ich. Da es sich um 4G-Signale handelt, kann man aus der Ferne abheben? Als ich zum Beispiel in Peking war, startete das ferngesteuerte Flugzeug Shenzhen. Wenn eine niedrige Konfiguration-Version des Global Ego, okay? In der Tat kann es nicht. Aus Sicherheitsgründen, sie haben diese Funktion eingeschränkt, beim Start. Es muss ein Fernsteuerungssignal geben. Reines 4G-Signal darf nicht abheben. Es gibt zwei weitere Details über die Kosten. Zunächst einmal ist dieser erweiterte Bildübertragungsdienst nicht kostenlos. Nach der Aktivierung ist das erste Jahr kostenlos und dann 99 Yuan pro Jahr. Das zweite ist der Verkehr. Beamte sagen, der maximale Verkehr am Himmel jede halbe Stunde beträgt 1 GB. Dann beträgt der Himmel plus der Boden insgesamt 2 GB. Wenn wir rausgehen, um zu drehen, konzentrieren wir uns immer noch auf das Fernsteuerungssignal. 4G-Signal ist nur Hilfssignal. Viele Menschen haben jetzt drahtlose Verkehrspakete von 1 Yuan und 1 GB. Die Wirkung dieses Teils ist nicht groß. Die ganze Erfahrung. Das Ergebnis sollte offensichtlich sein, wenn Sie ein Tourist sind. Hauptsächlich in Wiesen und Schneebergen. Es besteht keine Notwendigkeit, dieses 4G-Modul zu kaufen. Es gibt nur wenige Basisstationen an diesen Orten. Die O3-Karte von Mavic 3 ist sehr gut im offenen Bereich. Leute, die dieses 4G-Modul brauchen. Hauptsächlich Fotografen, die oft Luftaufnahmen in der Stadt machen. Und Verkehrspolizeiabteilungen, die oft patrouillieren und patrouillieren in der Stadt. 10 bis 20.000 Flugzeuge kosten 768 Yuan, um das städtische Signalproblem perfekt zu lösen. Den Flugradius vergrößern. Es kann auch die Wahrscheinlichkeit der Bombardierung verringern. Dies ist nach wie vor sehr kostengünstig. Ich sollte es immer selbst haben. Wenn Sie Mavic 3 haben, willst du es wählen? Wenn ja, die Kommentare sagen mir über dieses Produkt. Wenn Sie andere Ideen haben, willkommen, um eine Nachricht zu hinterlassen und mit uns zu diskutieren. Sammeln Sie es einfach ein, wenn Sie wollen. Bis zum nächsten Mal.